How to do it like. We like him, don't we? The blood, the death. Can you still hear the voice calling to you? Hello. No. No, brother. What are you doing? Wobei, das war ich ganz gut. Wie so ein verrückter Professor. You can't deny that we loved it. Wie lange zieht sich das hier bitte noch? Who am I? Who are you? Who is he? We. Ja, das geht. Almost true, the maze at least. But how's your head? Still together are we? Ja, wir sind ein Team. And your partner? How is he? Der ist da. Mir geht's sehr gut. Do you even know where you are right now? In der Irrenanstalt, würde ich mal sagen. Have you really escaped? I feel like I haven't gone anywhere. Das Schild macht mir Angst. What? How long is this place hard to believe in? Will you believe? Asylum is this big. Are the guards really bad guys? How many have you killed? Das muss jetzt mal eben sein. Oh, Alter, ich brauch Wasser, ich brauch Wasser. Okay. Quite a monster. Are we not? My pets! Hear them crawl! Harry, sanity awaits you. But the way, who are you talking to? Ich rede zu meinen Zuschauern. Your partner, is he really there? Ja. Ah, fuck. Alter, ich habe jetzt aber gleich nur noch 5 Herzen. Das ist vielleicht, glaube ich, ein Problem. How about me? Am I really here? If so, then prove it. Ja, wie lang? Eva tried to tell someone, you're not crazy, it won't work. Are these halls getting smaller? Was? Ich dachte, es ist gleich vorbei. Okay, nee, es wird gerade gefragt, wo wir nicht klaustrophobisch sind. Was? Ah, so eng. So far have you come, so little to go. Oh, der Mond. Bei dir ist es bei Tag. So voll, voll ungrammatisch. Tell me, did our sister scream? How about her baby? Did it scream? So tasty. Do you get it yet? Now tell me, who am I? Oh Gott. Es geht noch weiter. Get it ja, yet? Ja, offen, ne. Ey, ich hab noch nicht vorgelesen, bitte zurück. Hinter das Schild. Get it yet? I am you crazy you. Okay. Was war jetzt das? Oh, Feuerstein. Ja, ich brauch. Now help me out, let me escape, I'm coming with you. Ach, der hat ja ganz zu uns geredet. Push a button and see me free. Let me be. Set me free. Der wird uns gleich bestimmt angreifen. Oh, nee, der ist gleich. Ach so, wir mussten ihn jetzt umbringen, weil der hier, wir mussten ihn jetzt erlösen. Brenne. Wie sieht's mit dem Holz hier aus? Mal. Ich hoffe, weil es brennt, sieht nicht alles ab. Ich auch. Oh, oh. Zwei Betten! Und Lava! Wir haben nur noch, aber die haben wir gar nicht. Ich geh jetzt erstmal pennen. Brauchen. Also, ich setze gerade bewusst immer wieder auf Nacht, damit dass wir pennen können.
Ja, weil wir müssen ja auch, glaube ich, dann pennen. Ja, du liest wieder vor. Do you trust me? One per puff, please. Single player entrance. Wir müssen hier rein, glaube ich, oder? Stopp. Also hier ist er. Ich habe Was? ein. Do you trust me? Ich habe ein neues Buch. Okay. You clutch at your head, nearly doubling over from the pain there. He was a part of me? He was? Your companion comes over to lay his hand on your shoulder, covering away your round on him, rage fire blazing in your eyes. He is dead. Another person. Dead. Why? How was a part of me? How was he part of me? How? Now just don't get it yet, do you? I've lost it, haven't I? A monster. I'm a monster. Tell me, was he telling me the truth? Only you know that. You're being too calm, letting realities sink in. Who are you? He doesn't answer, only turns to the wall of streaming fire. You read the words there, and his voice chose them. Do you trust me? Your eyes bore into him, but he does not look back. The words are repeated, this time the voice of a woman, sad and lonely. Do you trust me? Your sister's hand is there, reaching from behind the flames. Was? Wir müssen sehr sicher. Ja, gut, brauchen wir es aber nicht mehr, oder? Ja, gehen wir jetzt mal Ja, auch pennen. also. Deswegen auch Okay. die Betten, deswegen auch die Betten. Ich hab's mir fast gedacht. Wir müssen jetzt, weil Singleplayer ist ja hier, aber wir sind ja hier zu zweit. Deswegen müssen wir dadurch beide hier rein, oder? Nein. So verstehe ich das jetzt. Einer pro Pfad. Du gehst rechts, ich geh links. Okay. Sollen wir gleichzeitig? Oder so. Okay, ich bin drin. So. Ich auch. Ich hab's überlebt. Und ich weiß jetzt nicht, Alter. was jetzt Niklas erleben wird, also Razer. Ja, ich hab nämlich auch vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, ich glaube, wir werden später irgendwann getrennt. Weil das Ja. da auch irgendwie so kam. Vertraust deinem Partner und sowas. Ich glaube, dass wir später gegeneinander kämpfen müssen. Oder irgendwie sowas. Oh, ich bin gerade. LOL. Ich erlebe ein Déjà-vu. Nur, dass du diesmal in der Zelle von mir bist. Und ich kann jetzt das Feuerzeug nehmen und alles abfackeln. Kann ich auch, ich habe immer noch das Feuerzeug. Ich geh mal selber ins Wasser. Komm, brenn weg, brenn weg, brenn weg. Ah, ich brenne selber. Oh, ich habe nur noch zwei Herzen. Ah, Feuer! Ich bin frei, ich bin frei, ich hab's geschafft. Ja, und ich bin gerade in den Flammen. Ich lösche einfach mal das Feuer jetzt trotzdem, wobei, nee, kann man nicht so brennen lassen. Welcher Weg? Wir haben doch noch den Lehm, oder? Ja. Lol, das überlebt. Ja, hier unten ist Wasser. Oh. Und jetzt? Nein! Ich darf hier nicht runter. Oder darf man Doch. hier runter? Hier kannst du runter. Ich glaube, das ist auch Ja, so guck mal. Gewalt. Da mein Troll hat uns gerade weitergeholfen. Stopp! Warte mal kurz. You are not real, are you? You turn to your campaign. Your voice is dead. Exhaust, you fed, your feet drag. The fall that you had was sure to take you alive. Had said the last of your energy. Ich bin immer noch voller Energie. You aren't just was gluing into that now, are you? I guess I do. Egal. Okay. You can press that. Kreativ? Hä, wieso bin ich jetzt kreativ? Ist das richtig so? Komm durch, komm durch. Ach, wir können es da. Ach komm, wir können jetzt sogar sehr fliegen. Alter, wie geil ist das denn hier, ey? Geiles Schön, Ende, dass du die muss ich Technik hier sagen. siehst. Geiles Ende, muss ich sagen. Doch nicht das Ende, oder? Das ist das Ende. Wir haben es geschafft, mein Freund.
Da oben bei der Tür wäre es nämlich nicht mehr weitergegangen, schau mal. Wenn du mal raufschaust, oben bei der Tür wäre es immer weitergegangen. Ja, aber ich bin gerade irgendwie. Ist das das Ende jetzt? For Honeydew. Credits, ja, es ist Ende. Die Credits. Warte, am besten liest du die durch, weil du bist der Moderator, der Filmer, ja? Dass mal jeder sieht, von wem das gemacht wurde. Hast du Lust auf ein bisschen TNT? Die Frage ist, ob unser Server das durchhält. Oder dein Server. Oder generell der Server. Diamantsachen, nee, Cherry, Potato. Warte mal kurz. Erschaffe. Ich bin mal eben. Wir können. Bist du noch da? Ja, ja, also ich bin jetzt nicht mehr in der Kuppel. Ich möchte mal eben gucken, was hier oben jetzt mal ist. Warte mal, man ist hier runtergeklettert. Ich bin ja im Kreativmodus jetzt. Ich glaube, ich werde jetzt hergehen, dieses TNT nutzen und die Welt in die Luft jagen. Ja, aber wo geht's denn? Stop cheating and go da. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon das Ende erreicht. Ich dachte, die Map geht ein bisschen länger. Oh, ja, ich auch, aber. Aber dafür, dass es mit der Dropper nicht geklappt hat, muss ich sagen, entschädigt ist jetzt ganz schön. Und dafür. Genau. Und dafür gibt es jetzt von mir ein kleines Dankeschön an diese Map. Habe ich zufällig noch eine Redstone-Fackel? Aber warte mal, bevor du jetzt anfackelst, wir müssen vielleicht noch kurz das erklären wegen der Dropper. Das ging nämlich vorhin nicht, weil da die Karte ein wenig, sagen wir mal, verbuggt war. Und deswegen haben wir jetzt uns für die Map entschieden. Und ich fand, die Map ist ziemlich geil gewesen. Ne? Also der Dropper können wir ja irgendwann mal nachholen. Aber nur mal, damit ihr versteht, was so. Wir gerade reden. So, jetzt können wir ja ruhig mal krachen lassen. Ich weiß gar nicht, wo bist du eigentlich? Oh, schade, also das funktioniert nicht. Ich bin jetzt gerade in der Kuppel noch. Wo bist denn du? So, und bums die Bums. Schnapp dir TNT. Schnapp dir TNT und spreng einfach alles in die Luft. Das ist ja ein Feuerzeug. Ja, ich gehe mal in die Kuppel und mach da ein bisschen Feuerwerk. Nein, 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 nicht da drin. Das Paradies soll bleiben. Okay. Aber die Map, die war auch für zwei ausgelegt. Die war auch eindeutig für zwei Personen ausgelegt. Ja, und ich fand die Map auch richtig geil. Muss ich echt sagen. Und die nächste Map ist ja dann noch auf meinem Kanal, fällt mir gerade ein. Ja. Ach, jetzt habe ich gerade das Jump'n'Run in die Luft gejagt. Wie geil. Das ist blöd. Finde ich super. Redstone. Ich glaube, hier war die Bibliothek, oder? Ja, genau, die möchte ich auch noch. Ein bisschen Feuer legen. Ich spring meine Schilderlabyrinth in die Luft. Das war's? Das Labyrinth, wo du die ganze Zeit die Schilder gelesen hast. Ach, da ist es! Da ist es! Warte mal, leg mal alles voll, dann mach mir so eine Art Schleife, immer dass so im Kreis rum kaputt geht. Ja. Liebe Zuschauer, das ganze, warte mal kurz, das ganze Let's Play hat jetzt dann doch nur 3 Folgen, aber es hat sich gelohnt. Ja, und ich würde sagen, das nächste Mal dann vielleicht eine etwas Jump-lastigere Karte. Mal gucken. Nee, Jump mag ich nicht so. Okay, dann nehme ich so eine Story-Karte. Oder sowas wie der Dropper zum Beispiel. Jetzt weiß ich ja, wo die Fehler lagen waren. Jetzt kann ich es auch wieder installieren. Ja. Also, wenn du jetzt nicht gerade in die Luft gejagt werden willst und ich hoffe, dass es nicht gleich das Paradies trifft, dann zünde ich jetzt das Feuer. Ja, warte. Und. Warte, in der Mitte noch schöner Turm. Okay. Warte mal. Am besten stellst du dich oben hin und ich mach das Feuer, damit du für die Zuschauer ein schönes Kreisrum-Ding hast. Oder? Wäre eigentlich sinnvoller. Oder so. Feuer frei. Warte mal.
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen schönen freien Raum, da kann man jetzt irgendwas verschwenderisch hinmachen, zum Beispiel im Berliner Flughafen oder sowas. Also ist perfekt. Oder Stuttgart 21. Oder Stuttgart 21. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Sollen wir jetzt, also, ich gehe jetzt mal kurz springen. Runter. Mach mir einen Hundi. Ja, die Map mal ein bisschen. Können die Map ja noch ein bisschen zeigen. Ja, ich ziehe jetzt einfach ins Paradies ein. Okay, ich auch. Auch wenn oben jetzt ein bisschen Glas kaputt ist, aber ist mir egal. So. Ja, aber ich will einen Hundi haben. Ich will einen Hundi haben. Nein, doch kein TNT zünden. Ja, aber das geht, da macht keine Blöcke kaputt. Ja, aber trotzdem hier bitte kein TNT setzen, tu mir den Gefallen. Okay. Aber ich möchte kurz gucken, was hier oben drin ist. Ist da oben überhaupt was drin? Nee, okay. Oh. Lieb mich. Also, warst du denn aber auch gerade gespawnt, oder? Spawnen lassen. Ja, in der Kiste war ein Spawnick. Let's play Paradise. Müssen sie erst mein Haus bauen? naja, ich sag mal so, hier mit den Hunden und weißt du was, damit dass die Hunde auch noch was zum Spielen haben, würde ich fast sagen, Schaf. Da würde ich fast sagen, Schaf, was ist denn das? Ich hab eine Idee. Schaf. Damit das jetzt alle Wölfe was zum Spielen haben. Es wird Winter. Es schneit. Es schneit in Paradieshausen. Nun gut, alle weiteren Infos, wie Download zur Map. Und der Rest. Download zur Map und sonstige Infos findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Über Kommentare, Bewertungen, weitere Map-Vorschläge und dergleichen würden wir uns natürlich gerne freuen. Das nächste Projekt wird sein der Dropper, danach gefolgt von der Dropper 2. Und was danach kommen soll, dürft ihr entscheiden. Der Dropper werdet ihr dann finden auf Razers Kanal. Ich werde eine Playlist anlegen und werde dann alle Folgen in meiner Playlist verlinken. Das heißt, dass ihr dann quasi, auch wenn es jetzt von ihm oder von mir ist, die Playlist dann auch bei mir findet. Beziehungsweise ich denke, dass du auch Playlist... Oder ich denke, du wirst auch die Playlist erstellen und das Ganze dann auch bei dir machen. Dass man auf dem Kanal schauen kann, wo man die Playlist sehen will. Ja, also das wird dann natürlich nicht hochgeladen, sondern die wird dann einfach so auf Yamatos Kanal weitergeleitet. Im Prinzip auf das Video, das auf jeden Fall auch sehen. Ganz einfach, jetzt erstellt ihr eine Playlist mit einem Video von mir. Das Video ist von mir, seht halt dann meinen Namen, aber die Playlist erstellt von blablabla. Oder die Playlist erstellt von blablabla. Es sind zwei Playlists und die Videos bleiben die gleichen. Ganz einfach. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, einfach mal bewertet das Video, wie immer. Und wir sagen danke fürs Einschalten, für die Geduld und Razer, jetzt darfst du hier alles in die Luft jagen. Jetzt muss ich aber erstmal wieder ein bisschen was hier, ne? Jetzt hast du für mir die Erlaubnis. Mach's eigentlich gar nicht. So. Und jetzt seht ihr noch. Wir sagen danke fürs Zusehen, wir verabschieden von euch. Und jetzt seht ihr dann bei schöner, bei netter Musik, wie wir hier alles in die Luft jagen im Zeitraffer. Tschüss!
So, jetzt habt ihr gerade im Zeitraffer gesehen, wie alles in die Luft geflogen ist. Ja, war ziemlich geil. Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir bedanken uns nochmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen bei Razer 2 Dead Dropper. Bis dahin. Ja. Tschüss. Haut rein. Tschüss.